Was geht ab, Nett? Willkommen zu einer weiteren Folge Kingdom Come Deliverance. Wir sind immer noch beide in der Suche dieses Problems mit den Steinen. Und es hat sich herausgestellt, dass die Steine gar nicht vom eigentlich gedachten Steinbruch kamen, sondern von einem anderen. Und es Probleme gab. Wir sollen jetzt den Leshek aufsuchen und den Baumeister. Steinmetz, der. Wo war denn der Baumeister? Ah, wo war der Baumeister denn nochmal? Hier auf jeden Fall schon mal nicht. Nein. Hä? Deswegen sahst du anders aus. Naja. Egal. Irgendwo war der doch. Könnt ihr auch ganz einfach machen. Einfach so. Stimmt, ich glaube, der war hier drin. Genau, das ist der. Hast du Leshek, den Gerüstbauer, gesehen? Hab ich. Was willst du denn von ihm? Ich möchte mit ihm über den Schädel sprechen. Ach ja? Das ist interessant. Wieso? Er wollte, dass ich ihn heute Abend am Gerüst treffe, um mir etwas Wichtiges zu sagen. Er wollte etwas beichten. Also hatte er doch die Finger im Spiel. Ich wusste es. Vielleicht, aber dann hat ihn bestimmt jemand dazu angestiftet. Er scheint mir nicht jemand zu sein, der so etwas allein ausheckt. Ich will ihn heute Abend treffen. Möchtest du mitkommen? Ja, es ist sicherer, wenn wir beide gehen. Gut. Gut, wir treffen uns am Abend. Wenn ich nicht unten bin, sieh oben nach. Werde ich. Ich glaube, er, der ist, hat da seinen Finger im Spiel. Beste Grüße. Ich habe mich umgesehen. Der Stein, der auf den Mann fiel, ist anders als die üblichen. Ja, eine ganz schlechte Qualität. Aber wir müssen mit dem arbeiten, was wir bekommen. Wir hatten sonst nichts und mussten weitermachen. So meinte ich das nicht. Diese Gesteinsart gibt es nicht in Thalmberg. Jemand muss die letzte Lieferung ausgetauscht haben. Warum sollte jemand so etwas tun? Vielleicht wurde der neuwertige Steinblock gestohlen und durch einen alten ersetzt. Oder der Bau sollte sabotiert werden. Aber der Wagen stand still. Es hatte geregnet und die Arbeit ruhte, weil wir sonst knietief im Schlamm gestanden hätten. Jemand musste also ungesehen den Steinblock fortschaffen. Diesen riesigen Steinblock? Dafür bräuchte man mehrere starke Männer. Ich weiß, du willst nur helfen, aber das wäre jemandem aufgefallen. Das schafft keiner, ohne bemerkt zu werden. Der Schädel ist nicht echt. Jemand hat ein Geweih daran befestigt. Aber woher nimmt man einen Menschenschädel? Und warum so etwas tun? Um die Leute zu erschrecken und den Preis hochzutreiben? Keine Fragen, keine Ahnung. Das hilft niemandem. Es muss ein böser Narrenstreich gewesen sein. Ein Streich, ich bin etwas müde, der beinahe zum Tod eines Menschen geführt hätte. Gott behüt dich. Ach, ich dachte, der wäre tot, der eine. Habe ich das falsch im Kopf? Ach, schade, man kann nicht mal mit dem reden, über dem, über dem, weil... Questlog. Gut, über den Schädel. So, es muss irgendwas zu, ein Örtchen suchen, wo ich schlafen kann. Denn es ist noch hell und morgen. Früh am Morgen.
Ich wasch mich mal. Das muss auch mal sein. Kann man denn hier irgendwo schlafen? Oder kann man der schon, weil ich brauche auf jeden Fall Verbände für den einen Typ. Kann ich schon mal... Erzähl mir mehr über die Lage. Danke, mehr wollte ich nicht wissen. Nee, okay. Dann viel Glück. Ja, wo schlafen die, die, ne? Ich will ja auch irgendwo mal schlafen gehen. Alter. Öffnen. Schließen. Schlafen und speichern. Machen wir das mal. Wir schlafen bis dahin. Sind nicht mehr ganz so satt, aber wir sind auf jeden Fall topfit mit Energie und Gesundheit. Da dürfte es nicht so viel passieren. Aber ich glaube nicht, dass... Entschuldigung. Dass Leshek der Böse ist, sondern der werte Vorarbeiter. Hä? Ich hab noch Verbände. Ich konnte dem keine geben. Hier. Was soll die Scheiße denn? Der ist gestorben, oder wie? Ach so, ja. Was willst du? Du bist nicht aus Skarlitz. Nein, aber dem. Bitte. Ich stand davor, ich konnte ihn nur beschlauen, die andere hat mir nichts gegeben. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Deine Wunden sind bereits versorgt. Als ich klein war, das ist wahrscheinlich der Typ, der mir meinem Vater mal einen Tritt verpasst. Eine alte Vettel aus dem Dorf hat ihm dann so violette Kräuter gegeben. Danach ging's ihm schnell besser. Weißt du noch, welche Kräuter das waren? Nee, aber hier im Kloster liegt doch alles verdammte Wissen der Welt rum. Hat bestimmt mal einer aufgeschrieben. In so einem Herbirarium oder wie das heißt. Ich werde mich umsehen. Danke dir. Danke. Lebe wohl. Einer der Verletzten, Semek, klagt über seine Blessuren. Er hat Angst, dass er nicht mehr arbeiten kann und... Semek? Ist er einer von uns? Nein, er ist Bauarbeiter. Er ist lediert und ans Bett. Um Himmels Willen, Heinrich, unsere Nachbarn verrecken! Unsere Freunde! Uns fehlt die Zeit für die Wehwehchen irgendeines Bauarbeiters. Oh, was hast du dir nur dabei gedacht? Hör zu, ich brauche doch nur den Namen einer Pflanze. Dem einen konnte ich nicht helfen, mecker mich nicht rum. Dann schlag doch in deinem Buch nach. Das ist eine Krankenschwester. Ich behandle nur meine Freunde! Komm. Gott behüte dich. Such den anderen Job, Mädel. Wo zum Teufel bist du aufgewachsen? Weißt du nicht, dass du bei Nacht ein Licht haben musst? So, wo muss ich jetzt genau hin? Ach, ich bin... Im Dunkeln herumzuschleichen. Ach komm, leck mich. Hör mich nicht voll. Also ich nehme an, tief in der Nacht. Oh.
Okay, wir haben doch mal hin. Kacke. So, wo hat mir jetzt immer gepennt? Hier, genau. Es ist nach Sonnenuntergang. Was wollen die eigentlich? Ab 1 Uhr geht die Sonne unter. 5 Uhr fängt es wieder an aufzugehen. 12 Uhr steht sie ganz oben. So, jetzt aber. Komm, hoff. Geht doch, meine Güte. Oh je, wir sind auf das Gerüstgeländer. Das klingt mir nicht gerade so gut. Das wird irgendwie böse enden, habe ich das Gefühl. Wo habe ich das Gefühl, irgendwie stirbt heute Abend? Ich bin mir aber da jetzt nicht sicher. Sind wir noch nicht ganz oben, wir können immer noch ein Stückchen höher. Immer noch. Wo bauen die das denn? Das ist schon beeindruckend. Was die alles... Ah, Leiter benutzen. Jetzt dürfte mal ganz oben sein. Was ist der denn da? Was ist der denn, Alter? Mich nicht. Ich sag dir alles. Wer bist du? Ja, erstmal das Ding, ne? Ich bin nur ein Arbeiter. Er sagte, wenn ich mich um dich kümmere, erlässt er mir meine Schulden. Sag ich doch, das war nicht, der Typ. Er hat mich gezwungen. Das war safe der Typ. Wer schickt dich? Safe der Typ. Es war der Gehilfe des Baumeisters. Safe, der hat irgendeine Scheiße angerichtet. Der sollte doch eigentlich auch hier sein. War mir sowas von klar, von Anfang an. Ist er nicht. Er ist mit ein paar Leuten zur Mühle. Hat rausgefunden, dass Leszek sich dort versteckt. Mist. Was soll ich jetzt mit dir tun? Du wolltest mich umbringen. Ich hab absichtlich daneben geworfen. Ich wollte dir nur Angst machen und ihm dann sagen, ich hab verfehlt. Bitte töte mich nicht. Ach komm. Also gut, aber lass dich hier nie wieder blicken. Danke. Kann ich die ganze wieder runterkrabbeln? Ach. Ich wusste, irgendwas passiert. Leszek hat irgendwas herausgefunden. Und das sind alles Warnungen an denen. Aber hat irgendwas beobachtet. Irgendwas hat er mitbekommen, der junge Mann. Der andere will seinen Post nicht verlieren, weil er da irgendwie hochgearbeitet, indem er vielleicht irgendwie umgebracht hat. Wer weiß. Immer noch so hoch, ey. Aber meine Frage, ich glaube, man hätte auch hier oben jetzt sterben können, wenn das irgendwie runtergetreten hätte oder sonst irgendwas. Aber ich dachte erst, das wäre Lächer, gegen die wir gekämpft haben. Aber okay.
So, wo ist die Mühle? Willst kommen. Mit dir bin ich eindeutig schneller. Kopf einziehen. Boah. Habe ich eine Kurzhaft so erstmal bekommen. Ja. 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 Gehen wir mal da rein. Erstmal schlafen und speichern. Alles klar. Nein! Nicht setzen. Aufstehen. Ich mache mir eine Fackel an. Also hier war nichts jetzt. Nichts. Das war planmäßig so. Ach Gott. Das war ja irgendwie lame für dich jetzt. Ich denke mir so, oh geil, Alter, jetzt gibt's gerade eine Schlacht oder so. Ich komme gerade, wie die den irgendwie natzen wollen. Und dann ist einfach keiner mehr da. Aber das ist dein Geheimnis jetzt wissen. Kann der da nicht mehr arbeiten? Und wenn er arbeitet, ist er dumm. Ach Gott. Auf dem Weg jetzt zum Herr Bischek, dann geht das schon. Aber es geht voran mit der Quest, es geht voran. Aber ist ja teilweise umfangreicher als so manche Hauptquest. Möchte ich mal meinen. Nein, hier nicht. Hier auch nicht. Aber gefühlt wacht die nicht auf. Schlösser klacken. Verbessert. Jo. Dann nehmen wir mit. Genau wie das. Und das.
Wir klauen dir alles. In die Satteltasche. In die Satteltasche. Alles erstmal in die Satteltasche tun, bevor wir irgendwie belästigt werden. Das Pferd kann nicht mehr tragen. Fallen lassen. Fallen lassen. Jetzt muss eigentlich wieder gehen, ja. Jetzt müssen wir noch ein Bischek suchen. War es vielleicht hier? Ein Dibbisch, nicht ein Bischek, ein Dibbisch. Ich habe gute Neuigkeiten, Herr. Die Ursache des Problems war das Kloster selbst. Es hatte nichts mit dem Steinbruch zu tun. Und was ist mit dem Bau? Wird fortgesetzt. Der Gehilfe des Baumeisters trug die Schuld an allem. Er ist aus dem Weg, also geht die Arbeit nun weiter. Sehr gut. Du hast die Aufgabe großartig gemeistert, Heinrich. Dafür verdienst du eine Belohnung. Hab Dank, Herr Dibbisch. Gott sei mit dir. Aufgabe abgeschlossen. Oh, das war schon mit der Quest. Ah ja, gut. Hätte jetzt nicht gedacht, dass es so schnell vorbeigeht mit der Quest. Nun gut. Dann, ja. 900 Groschen haben wir wieder, das ist einiges. Spiele haben wir irgendwas, da ich die ganzen Kämpfe jetzt was Neues bekommen. So. Huckepack. Das ist ja eine ganze aus da. Okay. Das ist halt krass im Kampf. Das auch. Erstmal das. Aber wir haben aktuell ein paar Probleme, was ja. Haben wir uns am besten Ruf, der Neuhof ist der Ruf gut. Thalenbeck ist der Ruf sehr gut. Ich würde sagen, also ich habe jetzt eben das genommen, weil aktuell haben wir halt große Probleme mit dem Tragen und ja, mehr brauchen wir dazu nicht sagen. In Gottes Hand. Wildfleisch. Henke. Hofner. Mal gucken, das jetzt mit dem Anführer. Hier. Ah ja, gut. Da würde ich sagen, wir reiten mal hier hin.
Würde mich wundern, wenn wir jetzt hier diesmal ohne Überfall oder Wanderer oder sowas überstehen würden. Wir haben zwar in letzter Zeit schon viel erledigt, aber wir haben so länger, wir haben noch nicht einmal ohne einen Zwischenfall gehabt, glaube ich. Oh, doch. Na ja, gut. Ich muss mal gucken, ob der Opa von Theresa wieder Geld hat. Denn wir haben jetzt wieder Diebesgut. So, das kann man erstmal wieder auch umtauschen. Schweres Schild, ausrüsten. Ja. Pischek. Mein Gott, was ist dir zugestoßen? Du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Hä? Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha. Mal sehen, was wir da machen können. Vermögen sind es 1000. Das ist gut. Gut, also wir könnten theoretisch wieder was für ihn verkaufen. Alles klar. Dann Pferd. Ich kann anders her machen. Ins Inventar. Das da. Reden. Stunde Ware. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden gekommen sind. Aha. Mal sehen, was wir da machen können. So, einmal hole ich mir das hier. Dann eigentlich Dietriche, Warenkorb, alle und die Schatzkarte hätte ich gern. Verkaufen würde ich gerne. Das hier. Das da. Und ja. Ach, ich zahle auch noch. Das machen wir gleich alles. Pferd. Das will ich behalten. Ins Inventar, ins Inventar. Noch irgendwas? Nee. Komm her. Den Rest können wir auch bei den Mahnhändlern verkaufen, deswegen. Ich habe hier Dinge, die ihren Besitzern abhanden. Vielleicht beim Rüstungsheld oder so mal vorbeischauen. Dann viel Glück. Das will ich. Da will ich auch alle. Und das will ich haben. Ich verkaufe ihm. Das. Das. Das und das. Obwohl, können... Nein, warte. Entfernen. Das können wir vielleicht Theresa schenken. Mitspeichern. Um zu gucken, ob es funktioniert. Man weiß ja nie. Falschen. Lass uns über den Preis sprechen. Nun, versuchen wir es. 200. Endlich eine vernünftige Summe. Jo, sagt zu allem zu, alles klar, super. Lesen. Eine Stunde dauert es also. Mal gucken, was das bedeutet. Wenn ich jetzt hier 8 Stunden lese, was wird verbessert? Wird das nur die Taschendiebfähigkeit verbessert? Das wird einfach nur so ein ganz normales Buch zum Lesen. Oh Gott, bin ich naiv. Taschendieb, Taschenbuch, lesen. Oh, geil. Das Buch, das behalten wir auf jeden Fall. Das ist ja Premium. Du kannst die ganze Zeit lesen. Willkommen, Heinrich.
Boah. Kriegen jetzt die ganzen Leute oder wie? Naja, wie gesagt. Wir sagen jetzt, wir beenden jetzt erstmal die Folge. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und haut rein.